Die Leute von der Basis, wird eine spannende Woche. Herr Wilke, vielleicht die erste Frage an Sie. Sie sind OB in Frankfurt-Oder seit 2018. Wie würden Sie sagen, hat sich die Stadt in diesen letzten 6 Jahren verändert? Also in vielerlei Hinsicht haben wir uns verändert. Ein Thema, was uns besonders bewegt, ist die Grenzlage, das deutsch-polnische Verhältnis. Wir sind eine europäische Doppelstadt. Wir sind mittlerweile sehr weit zusammengewachsen. Man kann sagen, dass ein Großteil des städtischen Lebens tatsächlich grenzüberschreitend stattfindet. Mhm. Kulturveranstaltungen, Sportveranstaltungen, ÖPNV, sogar Fernwärmeversorgung über die Brücke hinweg. Beide Städte sind da miteinander verbunden. Also sehr viele Dinge, die im Alltag sich verzahnt haben. Ansonsten sind wir eine Stadt, die nach der Wende große Schwierigkeiten hatte, gerade dabei ist, sich aufzurappeln und den Aufbruch vorantreibt, aber die natürlich auch aufgrund der Grenzlage besonders stark mit den aktuellen Themen zu tun hat. Mhm. Als der Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, waren wir einer der ersten Ankunftsorte von Menschen aus der Ukraine. Tausende, zum Teil über 10.000 Menschen pro Tag, die dann bei uns am Bahnhof angekommen sind. Und auch das Thema Migration macht bei uns an der Grenze nicht Halt, sondern wir sind eine der potenziellen Routen, weswegen wir jetzt Grenzkontrollen haben. Da kommen wir bestimmt noch zu. Vielleicht können wir direkt darüber sprechen. Wir lassen uns direkt rein. Also, wenn Sie sagen, das macht uns jetzt besondere Probleme, diese Grenzkontrollen, die Sie ansprechen, also hilft Ihnen das? Oder ist das etwas, was auch eine andere Seite hat? Naja, es ist, wie so oft im Leben, hat es zwei Seiten und das ist differenziert. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass die Grenzkontrollen weg müssen, weil sie natürlich mit einem Thema umgehen, auch mit einem Problem umgehen und da auch für eine Linderung sorgen. Aber sie sorgen im Alltag unserer Stadt auch für eine erhebliche Veränderung. Während es früher so war, man konnte über diese Grenze gehen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Diese beiden Städte gehen ineinander über und wir haben tausende deutsch-polnische Familien, Kita, Schulbesuche, alles ist grenzüberschreitend. Bei Ihnen, Sie sind wirklich eine richtige Grenzstadt, ne? Ja. Also auf Veranstaltungen wird Deutsch und Polnisch gesprochen und so weiter. Ja, das ist sozusagen unmittelbare Grenznachbarschaft. Wir sind und die Grenze ist mitten auf der Brücke, ja? Ja, genau. Ja. Ich war nie in Frankfurt-Oder, deswegen... Sollten Sie machen. Ja, ich die neuen lese Studierenden. Immer viel über Frankfurt-Oder, weil das natürlich in vielerlei Hinsicht eine spannende Stadt ist. Auch was diese Grenzkontrollen angeht. Also zum einen kann ich mir vorstellen, machen die das tägliche Zusammenleben, die Pendler, macht es wahnsinnig mühsam, oder? Plötzlich steht man wahrscheinlich im Stau. Genau, es gibt Stau, immer mal wieder. Und es gibt die Leichtigkeit ist weg. Mhm. Während man früher wusste, man geht da einfach rüber und das ist wie... Ich gehe halt in einen anderen Stadtteil oder gehe in die Innenstadt oder so, gehe ich halt rüber nach Subice. Das ist, war also ganz normal. Ist jetzt so, dass man schon im Kopf hat, auch ich, mir geht es ja auch so, der Bundespolizisten aus dem anderen, zum Teil Bundesland, ich werde dann auch regelmäßig auch mal kontrolliert angehalten. Na, und es ist also, die Leichtigkeit ist etwas weg. Naja, und du musst einen Ausweis dabei haben, ne? Genau, man muss immer einen Ausweis dabei, sollte man so, ja sowieso als... Nee, aber, so, ne? aber so Dinge, die man eigentlich Und für die Studierenden ist es ein Thema, für die ausländischen Studierenden. Wir haben ja die Europa-Universität Viadrina bei uns und da sind auch viele ausländische Studierende, die in das Raster fallen von möglichen Fahndungsthemen auch oder von zumindest die auch aufgemacht werden als Autos und so weiter, wo man mal reinguckt und die fühlen sich in besonderer Weise auch betroffen. Auch das nimmt Leichtigkeit. Zugleich ist es aber auch so, deswegen will ich auch differenziert sagen, die meisten in unserer Stadt sehen das auch in dieser Ambivalenz, dass es unseren Doppelstadtcharakter etwas Schwierigkeiten bereitet oder auch dolle. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch eine erhebliche Anzahl von Zurückweisungen, die jetzt an der Grenze passieren, auch mit ihren Vor- und Nachteilen, die das wiederum mit sich bringt, sodass beim Thema Zustrom schon auch Effekte dadurch spürbar sind und dass es nicht einfach so weitergehen kann wie vorher, ist auch irgendwie klar. Aber Sie haben diesen Druck gespürt und Sie merken auch, wie sich das politische Klima, wenn wir später auch noch drüber sprechen, in der Stadt auch verändert hat. Ich habe das vorhin kurz zitiert. Frau Kuijpen ist Oberbürgermeisterin in Aachen, hat zwei große Nachbarländer, die Niederlande und Belgien. Was ist die große Herausforderung dort? Also ich kann mich auch anschließen, es hat sich etwas verändert, auch schon in Corona haben wir plötzlich gemerkt, dass diese Leichtigkeit des Grenzüberganges nicht mehr möglich war. Plötzlich konnten Menschen, die in Belgien wohnen, nicht mehr in Aachen arbeiten und wir haben eben durch die Grenzlage, durch die Kontrollen einen massiven Zugang von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die von der Bundespolizei an der Grenze durch die erhöhten Kontrollen eben aufgegriffen werden und bei uns dann versorgt werden. Minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Das wird häufig so gesagt. Aber was heißt das? Warum haben Sie so viele von denen und woher kommen die?
Die kommen eben auch über die Grenze, über Belgien, Niederlande, versuchen eben einen sicheren Hafen zu finden und versuchen sich Routen durch Deutschland, durch das benachbarte Ausland zu finden. Durch die Grenzkontrollen werden sie aufgegriffen und bei uns in den Jugendhilfeeinrichtungen dann entsprechend aufgenommen und betreut. Das heißt, wenn da Jugendliche kommen, also Minderjährige, sind also prinzipiell, und welches Alter? 16, 17, 15, wissen Sie das überhaupt? Wie alt die Menschen sind? Das ist sind, eine da der Herausforderungen, dies rauszufinden. Wir haben meistens keine Papiere. Die sagen Ihnen nicht, wie alt Sie sind? Und das sagen die uns schon. Dann gilt es natürlich. Es stimmt nicht immer. Das heißt, welchen Vorteil hat man, wenn man an die Grenze kommt und sagt, ich bin unter 18? Dann haben wir eine Pflicht, diese Menschen aufzunehmen in unseren Jugendhilfeeinrichtungen. Und dort werden sie auch anders betreut als erwachsene Geflüchtete. Sie haben einen anderen Aufenthaltsstatus. Und es ist für uns eine enorme Anforderung, erstmal die Altersbestimmung hinzubekommen. Wir brauchen DolmetscherInnen, die die Landessprache sprechen. Die Menschen sind oft junge Menschen, die massiv traumatisiert sind, psychisch sehr angeschlagen. Und alleine das Aufnahmeverfahren ist schon absolut komplex und herausfordernd. Nochmal, Sie sagen, das bedeutet eine enorme Herausforderung, das Alter herauszufinden. Was machen Sie dann da? Wir sprechen mit den jungen Menschen, wir versuchen es einzuordnen. Das ist ein sehr komplexes Verfahren. Ja, aber wenn Sie mich fragen, wie alt ich bin, würde ich Ihnen einfach eine klare Antwort geben. Das ist ja das, was man einfach macht. Diese jungen Menschen wissen auch, dass sie, wenn sie unter 18 sind, andere Chancen haben, auch bei uns anzukommen. Und von daher ist das auch eine Verführung, das Alter etwas nach unten zu korrigieren. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Sie angelogen werden? Teilweise. Aber wir haben keine Chance, es zu beweisen, da wir keine Papiere haben. Wie ist das bei Ihnen, Herr Wilke? Also man darf jetzt, glaube ich, nicht so, also wir wollen, glaube ich, alle nicht suggerieren, dass es jetzt ein Massenphänomen wäre. Mhm. Aber bei denen, die, ich sag mal, 17, 18, 19, 20 in dem Alter sind, da ist es ja tatsächlich auch für uns, glaube ich, wenn wir Jugendlichen begegnen, manchmal sehr schwer herauszufinden, naja, wie alt. Na, und dann, also bei uns ist dann, sind dann zum Teil auch Gesundheitsbehörden mit eingeschaltet, die dann nach ihren Maßstäben gucken. Und wenn es dann wirklich gravierende Abweichungen gibt, dann ist auch klar, also damit kommst du jetzt nicht durch. Aber es gibt sehr viele Grauzonen quasi dazwischen. Und dann gibt es aber auch viele, die sind im Alter von 12, 14. Ja, also da spielt das dann nicht die Rolle, sondern das sind dann ganz klar Minderjährige, die diesen Weg überlebt haben und dann auch wirklich Betreuung in besonderer Weise brauchen. Aber nochmal, um das Alter dann rauszufinden, wie machen Sie das? Wie aufwendig ist das? Ich will auch nur mal verstehen, auch bei diesem großen Thema, da hängt ja unglaublich viel dran. Ja. Wenn man manchmal so die absoluten Zahlen so hört, das geht einem auch bei Herrn Löwis so, dann denkt man, naja, wenn da alle zwei Wochen 50 Leute kommen, das muss doch irgendwie machbar sein. Wenn man dann aber mal anfängt, das Ganze zu durchdringen und zu verstehen, was da wirklich alles dran hängt, merkt man plötzlich, was das bedeutet. Mhm. Nochmal, das Alter, wie machen Sie das? Wie finden Sie das raus? Braucht ja erstmal Dolmetscher, die die Sprache sprechen. Weil er Ihnen auch nicht sagt, woher er kommt im Zweifel. Wir müssen sie erstmal verstehen. Also rein sprachlich. Ja, okay. Wir müssen die Kultur dieser Menschen verstehen. Die kommen aus einem anderen Kulturraum. Okay, aber sie wissen vielleicht gar nicht, wann sie genau geboren sind. Sie haben eine lange Fluchtroute hinter sich. Junge Menschen werden oft von ihren Familien vorgeschickt, leiden schrecklich auf dieser Fluchtroute als junge Menschen, die sehr, sehr jung sind, von ihren Familien alleine gelassen, kommen aus kritischen Verhältnissen. Es ist eine sind meistens traumatisiert, also es braucht psychologische Hilfe, es braucht Dolmetscher, die muttersprachlich auch unterwegs sind, um überhaupt diese Einfühlung in die Person zu haben. Also wir müssen uns ja nähern. Wir können es natürlich medizinisch in gewisser Weise nachweisen, aber das ist sehr, sehr komplex. Pässe? Haben meistens die jungen Menschen keine. Warum haben sie die nicht? Weil es wenn das Herkunftsland nicht bestimmbar ist, im Zweifelsfall natürlich noch viel schwieriger ist, eine Rückführung oder so zu veranlassen, weil das ja unter die Gegebenheiten fällt, die gesetzlich geregelt sind. Solange die Herkunft nicht einwandfrei klar ist, kann auch nicht in irgendein Land zurückgewiesen werden, weil man nicht weiß, welches. Das heißt, die werden dann weggeschmissen, die Pässe, oder? Sie sind zumindest nicht da. Ich bin nicht dabei gewesen. Was glauben Sie?
Es ist ja so, dass diese jungen Menschen von ihren Familien vorgeschickt werden. Sie werden vorgeschickt in ein Land, wo man erhofft, dass es doch besser ist als in dem Land, wo man wohnt. Das heißt, sie tragen diese Last der Familie auf ihren Schultern. Sie wissen, dass sie ohne Pass höhere Chancen haben, hier auch zu bleiben. Sie hoffen darauf, ihre Familien nachziehen zu können. Und das ist die Realität, mit der wir konfrontiert sind. Herr von Löwis, erleben Sie das auch so? Ja, wir haben allerdings nicht so viele unbegleitete minderjährige Jugendliche unterzubringen. Es sind von den etwa 2100, die wir im Landkreis haben, etwa 40 Jugendliche. Das Problem ist einmal natürlich die Altersfeststellung. Das ist genauso, was die beiden Kollegen erzählt haben. Das heißt, das Thema haben Sie auch? Das haben wir auch. Aber das Hauptproblem ist die Unterbringung. Wir haben keine Plätze für diese Jugendlichen. Die müssen ja wirklich besonders untergebracht werden. Die brauchen nicht irgendein Bett, wo sie schlafen können, sondern sie müssen schon richtig eine entsprechende Unterkunft bekommen, mit Betreuungsmöglichkeiten, mit Zugang alleine und so weiter. Und Sie sagen bei Ihnen, Herr von Löwis, wenn ich das richtig erinnere, alle zwei Wochen kommt da ein Bus mit 50 Menschen. So war es bisher. Ich muss jetzt momentan feststellen, dass aufgrund wahrscheinlich der Wintersaison die Flüchtlingszuströme deutlich geringer sind, sodass wir in diesem Jahr erst zwei Busse bekommen haben, was ungewöhnlich ist. Wir rechnen aber weiterhin in der Zukunft mit 50 Personen alle zwei Wochen. Das heißt, die Leute steigen aus. Wer steigt da aus dem Bus? Also wir bekommen erst relativ kurzfristig angekündigt, ob es sich um ukrainische Flüchtlinge handelt. Es wird sehr gut sortiert. Oder Asylbewerber, die im Bus sitzen. Und die werden an eine zentrale Stelle angefahren. Und dann steigen eben bis zu 50 Personen aus. Entweder Ukrainer oder Asylbewerber. Wie viel vorher erfahren Sie das? Ein paar Tage vorher. Da müssen wir uns darauf einstellen, weil wir versuchen, die Flüchtlinge landsmannschaftlich einigermaßen zu sortieren und unterzubringen, weil es keinen Sinn macht, wenn hier dadurch Stress entstehen könnte. Also die Ukrainer kommen in eine andere Unterkunft, wenn möglich, als die Asylbewerber. Die werden auch völlig verschieden bei uns sozusagen bürokratisch behandelt. Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Aber nochmal, also das heißt, Sie erfahren ein paar Tage vorher, dass da jetzt Menschen kommen? Ja. Wo bringen Sie die dann unter? Bisher, und das wollen wir eben ändern, bisher hauptsächlich in Turnhallen. Wir haben drei Landkreisturnhallen für diesen Zweck freigegeben, vor zwei Jahren schon, in der Hoffnung, dass das nur eine vorübergehende Maßnahme ist. Aber leider hat sich herausgestellt, dass der Flüchtlingsstrom ungebrochen weitergeht, alle 14 Tage 50 Personen. Und es gelang uns bis jetzt nicht, Alternativen ausfindig zu machen, um diese Turnhallen wieder den ursprünglichen Zwecken zuführen zu können. Und wo wird dann Sport gemacht? Wo findet all das statt, was sozusagen... Ja, da werden andere Turnhallen versucht zu akquirieren von anderen Schulen. Und dann werden die Kinder mit Bussen hin und her gefahren, was natürlich sinnlos ist, weil allein die Fahrzeiten den halben Sportunterricht schon auffressen. Vor allem die Vereine leiden darunter. Die Turnhallen sind auch für den Vereinssport sehr, sehr wichtig gewesen. Also das war der Auslöser, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt dieses Jahr machen wir eine Zäsur und wir beginnen dieses Jahr diese Sporthallen aufzulösen und die Flüchtlinge woanders unterzubringen. Genau. Wo wollten Sie die dann hinbringen stattdessen? Ja, wir haben zwei Jahre lang vergeblich gesucht und haben jetzt eine Fläche ausfindig gemacht, die uns selbst gehört, die relativ groß ist und da können wir eine Containersiedlung mit bis zu 500 Personen schaffen und dort sollen zwei bis drei Turnhallen relativ kurzfristig die Leute dort untergebracht werden. Wo ist das? Das ist in dem kleinen Ort Wangau im Norden des Landkreises. Und dort haben wir halt zufällig eine Fläche. Also ganz ehrlich, ich hätte diese Fläche... Wie viele Leute leben da? Da leben ungefähr 3.500 Menschen in Wangau. So, und wie haben die reagiert? Natürlich nicht besonders erfreut. Die Idee ist entstanden Ende letzten Jahres. Wir haben so eine Taskforce gegründet, die nichts anderes tut, als Ideen zu sammeln, Werbung zu machen. Wir brauchen Unterkünfte, wir brauchen Immobilien, Flächen. Und dann ist die Idee entstanden. Habt ihr daran gedacht, wir haben selber eine Fläche, die geeignet wäre? Leider direkt an einer Müllversorgungsanstalt, das natürlich auch nicht ideal ist. Aber die Fläche erschien uns insoweit ideal, weil sie nicht unmittelbar mitten im Ort ist, weil sie von diesem Ort, 3.500 Einwohner Wangau, relativ weit entfernt ist, aber dennoch gut erreichbar ist. Und dann haben wir diese Fläche als die ideale ausfindig gemacht. Und die haben dann versucht, zunächst gleich mit dem Bürgermeister, mit allen wichtigen Leuten das zu akquirieren. Und wir haben da, das ist eine Tochter, ein Tochterunternehmen, das heißt FIFO. Das ist dieses Kommunalunternehmen, das diese Abfall... Wirtschaft betreibt und da gibt es einen Verwaltungsrat, da sind wir also auch gleich Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres immer reingegangen
ohne zu wissen, ob diese Fläche überhaupt genehmigungsfähig ist, weil wir mussten ja von der Regierung von Oberbayern erst die Genehmigung abwarten eigentlich. Aber wir haben dennoch Gas gegeben und dann hat uns der Bürgermeister gebeten, die Bürgerinnen und Bürger bei einer Bürgerversammlung darüber zu informieren, vorab zu informieren über diese Absicht. Und das hat dann zu gewissen Schwierigkeiten geführt. Wir schauen mal kurz rein, was da passiert ist. Ein Abend, von dem Sie sagen, das geht mir seitdem durch den Hinterkopf, ich werde das irgendwie nicht mehr los, bitteschön. Was ist danach passiert? Ja, Sie atmen tief durch. Was danach passiert? Ja, also die Stimmung war, wie man gesehen hat, sehr aufgeheizt. Und ich habe dann nach diesem kurzen Ausbruch, war ich etwas emotional, habe ich versucht, die Fragen weiterhin sehr sachlich abzuarbeiten, die man mir gestellt hatte. Mhm. Und es gelang eigentlich ganz gut. Aber irgendwann hat der Bürgermeister die Sitzung beendet. Und dann war natürlich die Stimmung noch mal ein bisschen unruhig, weil viele Menschen noch was fragen wollten, mit mir direkt reden wollten. Und dann fühlte wohl das Sicherheitspersonal mich ein bisschen unsicher und hat mich in einen gewissen Korridor genommen und mich dann aus dem Hintereingang wieder aus dem Saal geführt und dann in ein Polizeiauto gebeten. Und dort bin ich dann gesessen, hatte ein bisschen wirklich abgezittert. Aber es war insoweit gut, weil die Polizei sehr schnell und sehr professionell reagiert hatte. Und wir sind dann losgefahren mit dem Auto. Und dann sind aber Traktoren, die auch vor dem Saal gestanden sind und mit bei dem Protest mit aktiv waren, sind dann auf dieses Polizeiauto zugefahren. Das hat mich auch und die Polizisten, die im Auto saßen, etwas beunruhigt. Und es gelang aber dann dennoch, aus dem Ort einigermaßen sauber und gefahrlos rauszukommen. Dann überlegen Sie mal, das ist Ihr eigener Landkreis, ja, wo Sie in Sicherheit gebracht werden müssen. Ja, es war in dem Moment wirklich schlimm. Es war in dem Moment, aber ich analysiere das jetzt aus einem gewissen Abstand so, das kam auch in der Versammlung zum Ausdruck, dass es waren wohl zwei Gruppen in dieser Veranstaltung. Mhm. Eine Gruppe, die tatsächlich durch Foren schon aufgehetzt worden sind und aufgefordert worden sind, hier mir Angst zu machen, um den Landrat in seiner Entscheidung zu beeinflussen. Aber es war echt eine große Gruppe Warngauer Bürgerinnen und Bürger da, die wollten sich wirklich informieren. Mhm. Die kamen nur nicht richtig zu Wort. Die sind eigentlich untergegangen in dieser furchtbaren Stimmung. Und ich versuche tatsächlich, und das tue ich jetzt noch mehr als vielleicht vorher, die Sorgen und Ängste, die diese Bürger haben, ernst zu nehmen. Auch wenn sie aus meiner Sicht nicht immer berechtigt zu sein scheinen, weil die Sorgen muss nicht eintreten, was die für Ängste haben. Aber ich glaube, dass wir hier jetzt einen Weg finden werden. Und jetzt bin ich etwas beruhigter, dass wir die Warngauer vielleicht besser mitnehmen können. Ich habe das eingangs zitiert, Herr Wilke, diese Atmosphäre, die sich da so verändert hat. Ich höre das häufig hier von Leuten, die sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Ein Kollege von Ihnen hat es beim Städtetag so formuliert, wie ich es gerade vorgelesen habe. Mhm. Machen in ein paar Jahren machen das nur noch ein paar empathielose Arschlöcher, so hat er sie ausgedrückt. Mhm. Weil das tut man sich sonst nicht mehr freiwillig an. Kennen Sie auch solche Situationen und auch solche Gedanken? Also das, was der Kollege da gesagt hat und was mich ja seitdem auch beschäftigt, ist etwas, was aber noch über dieses Thema hinausgeht. Also Politik machen heutzutage, wir sind ja sowieso in einer Spirale der Härte, würde ich mal sagen, auch in der Auseinandersetzung, auch in einer Spirale der Lautstärke. Und eigentlich bräuchten wir irgendwie genau das Gegenteil, mehr Differenziertheit, etwas mehr Milde im Umgang miteinander. Damit meine ich nicht Kritiklosigkeit und alles gut finden, abnicken. Das ist es nicht. Aber die Art, wie politische Entscheidungen mittlerweile entstehen, unter welchen Rahmenbedingungen, das ist schwieriger geworden. Was wir auf kommunaler Ebene, glaube ich, auch erleben, ist, wir haben ja eine ganze Menge damit zu tun, unsere Städte oder Landkreise zu regieren. Aber mittlerweile werden wir auch in Mithaftung genommen für allerlei Themen, mit denen wir gar nichts zu tun haben. Also wie oft ich jetzt gerade auch die ganzen Krisen der Welt, ne, ich kriege Briefe von Leuten, die sagen, machen Sie bitte mit uns eine Demo zum Thema Gaza. Machen Sie mit uns aber auch eine Demo zum Thema Israel und zur Ukraine und zu Russland. Und in dem afrikanischen Land ist auch gerade was Schlimmes. Machen Sie mal deswegen dazu was. Deswegen sagte ich vorhin wie ein Brennglas. Ja, so, wo die globalen Krisen, die kommen bei Ihnen sozusagen auf kommunaler Ebene an. Und ich sage immer, also bei all dem Verständnis dafür, dass es die Leute natürlich beschäftigt und so, unsere Ebene ist ja eine, wo wir ja sowieso schon
ein Pensum haben, das per se nicht leistbar ist und nicht schaffbar ist. Also wir haben alle Ämter, die eigentlich nicht schaffbar sind. Wir haben viel mehr Aufgaben, als im normalen Arbeitsalltag oder normalen Arbeitswoche zu schaffen ist. Und wir müssen immer priorisieren. Wir machen etwas und machen dafür etwas anderes nicht. Und für alles, was wir nicht machen, können wir auch berechtigt kritisiert werden. Und dann aber noch das Entladen von all dem, was auf anderen Ebenen stattfindet, auf unsere Ebene, das macht zusätzlich schwierig. Und beim Thema Migration ist die Angespanntheit natürlich auch groß. Und ja, das merken wir, wobei ich solche Situationen so noch nicht erlebt habe. Was haben Sie erlebt? Ich habe das vorhin zitiert. Sie sagt, Sie... Ja, also ich meine, ich will das jetzt nicht kleinreden, ne, aber ich glaube mittlerweile, das ist eigentlich vielleicht auch ein schlimmer Satz, ne, aber als Amtsträger muss man heutzutage irgendwie damit rechnen, dass auch mal Morddrohungen kommen. Jetzt, wo ich den Satz ausspreche, denke ich selber auch... Auch mal Morddrohungen kommen. Ich sage ja, jetzt, wo ich den Satz ausspreche, merke ich auch, natürlich kann das eigentlich kein Zustand sein. Das kann nicht sein, ne, ehrlich gesagt. Also, und schon gar nicht in diesem Land. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ein gewisses Maß an, also dass eine gewisse Gefährdungslage, eine theoretische oder auch eine praktische, immer mal auch existent ist. Das, was ich vorhin zitiert habe, das haben Sie irgendwo erzählt, dass Sie, früher sind Sie allein mit dem Fahrrad zu Termin, das machen Sie nicht mehr. Seltener. Also es gibt schon noch Phasen, wo ich es mache, aber es hängt auch ein bisschen davon ab. Sie überlegen sich, wo Sie hinfahren. Ja, und es hängt auch davon ab, ob wir mit der Polizei gerade irgendwie ein Thema haben und da einen Hinweis gibt, Mensch, jetzt mal... Bisschen vorsichtiger oder so. Haben Sie auch persönliche Bedrohungen? Ich meine, von Ihnen weiß ich, ja? Na klar. Heißt? Na, Menschen, die, also die Situation, die Sie dargestellt haben, war ja nur eine von verschiedenen, wo Leute, also ich war bei einer Diskussionsveranstaltung da sogar und da gab es eine Gruppe von Leuten, die mir Prügel angeboten haben. Das Angebot fand ich natürlich jetzt nicht so nett, aber da sind eben doch Menschen dann dazwischen gegangen. Es gab Leute, die mir Fantasien worum geschickt haben, wie sie mich mit einer Axt zerstückeln oder solche Sachen. Das ist... Warum? Worum geht es da? Wer sind die Leute, die das dann so deutlich artikulieren? Na, das ist nur. Also im ersten Falle waren es tatsächlich Menschen, die sich zumindest verbal geäußert haben als Mitglieder oder Nahestehende der AfD. Aber bei den anderen Fällen. Und das Thema war Migration oder was war das? Es war, glaube ich, in dem Falle war es sogar ein ganz, ganz anderes Thema. Die hatten einfach zu viel gesoffen und dann. Hatten sie Stimmung oder so, ja.